Hallo und herzlich willkommen. Einen Augenblick. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Ark Survival Evolved und wir sind auf der Vulgaro Map. Hier spricht Wobra und ich habe gerade ein Floß gebaut. Womit ich jetzt erstmal was. Oh. Erledigt die Sau. Einmal. Aber wir haben da hinten zwar eins. Das nehme ich jetzt auch weiterhin. Das hier lasse ich dann da stehen. Weil das andere hat nämlich einen Schrank. Auf der Ladefläche. Dem anderen sind wir ja zum... Ach du Schande, guck mal, was ist hier denn los? Ein Alpha. Ein Alpha-Hai. Oh, den könnte ich auch zähmen. Oh, ein Riesenwal-Dingsbums. Warte, ich kann 200er. Jetzt nicht mehr, da. 136er nur. Oh, voll die Fische. Also seit dem letzten Mal sind hier einiges neue Haie dazu gekommen und sowas. Die waren vorher nicht hier. Obwohl, die waren hier, könnten die gut gewesen sein, aber die waren nicht da hinten davor. Mein Gott. Jetzt erstmal ruckler, wenn der Spam-Waller hier hochschießt. Stimmt, man kann ja so auch unter Wasser glotzen. Da ist er. Das sind sogar beide. Ist hier ein Hai oder so? Nö. Nee. 152. 136. Ne, der 200er ist schon tot wahrscheinlich. Da hinten irgendwo müsste mein Floß stehen. Ich dachte, das steht hier irgendwo, aber wo habe ich mich wohl vertan? Oder wurde das schon zerstört? Hätte die eigentlich irgendwo stehen müssen. Kann doch sein, dass das noch nicht gerendert worden ist, weil meine Hütte ist auch noch nicht gerendert. Ich bin ja jetzt nicht falsch gefahren, oder? Da ist das Schiff, Boot, Floß hier. So, dann steigen wir mal über. Und lassen wir dieses Floß hier. Oder kann man das einpacken? Floß freilassen.
hier noch was drin? Nö. So, der Rest ist hier eigentlich noch geschützt da drin. Das Einzige, was ich noch mitnehmen würde, wäre Petri. Komm hier. Okay, das ist dann doch zu weit weg. Hallo. Soll man richtig einrangieren hier, ne? Muss ja alles seinen Platz haben. So, nehmen wir einfach mal haufenweise mit hier, ne? Halbstoff. Aber ich nicht. Siliziumperlen. Habe ich nicht mit. Was soll ich dann noch mitnehmen? Ach ja. Uff. Okay, überladen ist es nicht. Glaube ich. Dann gehe ich mal hier Petri holen. Petri muss mit. So, mal gucken, ob ich da jetzt rüber kann. Petri, bleib schön drauf, du glitschst da so durch die Gegend. Falls kann sie uns Fliegen folgen. Nur das Rhino ist ein bisschen blöd, wenn er zum Wasser fällt. Ich habe irgendwie gehört, wenn man da die Plattformen drauf baut, dann ist das nicht so. Aber ich habe das mal probiert und es ist trotzdem noch. Es fallen nicht runter, Rina. Na. Und Petri, die auch nicht. Du bleibst schön an mir hängen. Hallo? Kommt ab und zu mal ein paar Standbilder und das ist aber nur wegen den beiden hier, weil die so rumglitschen. Ich hoffe auch mal nicht, dass diese Spam-Walle hier ihn hier angreifen oder die beiden hier angreifen wollen. Ich habe ja noch ein gutes Stück vor mir, ne?
fahren natürlich genau auf einen zu. Finde ich natürlich sowas von uncool. Scheint es aber so, wenn die, als wenn die beiden da drin bleiben, drauf bleiben. Schon mal gut zu wissen. Dum, 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 dum. Wird mal noch kalt hier auf dem Wasser. Petri ist mich aber am Wärmen. Schützt mich vor dem Wind. Die dicke Rihanna noch, dabei. Ja, kackst du mal, ne? Oh nein. Ja, hallo. Was gucke dir? Nicht, dass der Baryonyx hier mich angreift, hier meine Petri angreift hier, ne? So, die musste ich mal eben kurz beseitigen. Ach, halt! Ob es aushält. Scheint so, das Schwerste hat es nämlich drin. So, außer das hier. So. Super, jetzt haben wir den größten Teil da. Hallo, lass mich mal runter. Danke. Ich mal hier mit Rihanna mal was ausprobieren. Nicht das Zelt umrennen. Hallo. Ja! 1000 Stroh. Wollte ich echt nur testen, ob ich auf der genug Stroh mitnimmt, bringt. Oh ja, haut ordentlich Stroh. Na gut, Holz kann ich rausschmeißen. So. Ach, ich habe die ganze Scheiße ja gar nicht ausgeladen da. Ich depp. Oh, schmeiße ich mit mir auf den Boden. Das ist mal ein Dauerläufer hier, ne? Top Speed.
So, schon sind wir zu Hause. So, hier nicht. Hier kommt Stroh. Gut, dann können wir mal gucken, wo wir bauen. Das ist, da würde ich natürlich gerne ein großes Tier für haben. Ich würde erst gerne mal das, doch lieber das Haus bauen, aber das würde ich hier, ich würde direkt so, wo die vier Dinger sind, hier bauen. Aber dann in diese Richtung und ein bisschen nach da. Ja. In der Flucht ist auch ganz in Ordnung. Also auf jeden Fall ein bisschen nach da und nach da einbauen. Das hier ist dann die rechte hintere Ecke vom See aus gesehen. Genau. Das heißt, wir brauchen haufenweise Bodenplatten. 95, ich baue erstmal 50. Und das heißt, hier machen wir jetzt sowieso erstmal Level. Hoffe ich. Hallo? Oh, die müssen dann alle hier weg. So, hängt's wieder fest hier. Ollum. Olla, 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 Digga. Okay, bis hierhin. Hier sieht eigentlich scheiße aus wie dem Rasen da drunter. Na? Nö, was war das denn? Das für eine Aktion, du Affe? Baue ich doch noch dahin. Mein lieber Bronto, du gehst mir tierisch auf die Eier. Nur wegkloppen will ich den da nicht. So, sind schon mal 1, 2, 3, 4. So. Ich glaube, das reicht schon locker, was wir da am machen sind. Oh. Ich glaube, einige gehe ich noch darüber.
9 Breite hatte ich immer. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, ein wenig zu weit. Oder hatte ich 9? Ich hatte 4 oben. Ich mach das so. So ist in Ordnung eigentlich. Wie viel habe ich breit? 1, 2, 3, 4, 5. Sollte eigentlich auch reichen, oder? Für unsere Zwecke hier. So. Ja, das war die Eingangsbereich. Gut. So, mal schauen. Also ich hoffe, das wird Level geben. Also mindestens eins. Mal stopp. So, da habe ich nämlich was vergessen. Ich will das nämlich mit den Dreiern direkt machen. Oder vier, eher gesagt. Sind da zwar eindeutig auch zu wenig, aber ist jetzt ja nicht so wild. So, das haben wir dann. Nee. Nur einen dahin gebaut? Hallo? Ich hatte aber 20, habe ich gesagt. Achso, da sind 10. Tschüssikowski. So rum ist richtig, ne? Ja, alles klar.
So, aber hier kommt jetzt die Eingangstür hin. Und so, was brauche ich denn noch? Haufenweise Steine, ne? Es wird zwar arschdunkel hier. Zwei Stück. So, einmal mehr Stein. Dödi ist aufgestiegen im Level. Das hört man doch gerne. Oh, hier wird es aber echt arschdunkel. War es am Strand heller nachts. Es wird so langsam wieder heller, das ist gut. Gut, Stein schon mal rein. Stein schon mal rein. Stein. 7500, ey. So, zwei waren es, ne? Brauchen wir zwar nachher noch viel mehr, aber das ist jetzt ja nicht so wild. So, wir brauchen zwei Wände mit Türen. Vier, eher gesagt. Vier Wände, vier Türen. Und nochmal neun. Ja, Entschuldigung. Neun Fenster. Neun Fenster, vier. 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 Ach, ich brauche noch Holz. Wo bist du? Uff, geht's, Jörg. Schon voll. Doch den ganzen Quatsch hier mit. Na, ich habe eigentlich nichts mit, was so schwer ist. Ich kann einfach nur nicht so viel tragen. Zwar viel fressen, aber nichts viel tragen. Falls man nachher noch irgendwas brauchen, kann ich das immer noch nachbauen. Ne? Das ist ja logisch. Das wird ja auch nicht für immer hier stehen. Holz. Oh, dann flitze ich nämlich mit dem nochmal los. Hallo? Hallo? Einmal durch die Beine. Getunnelt. Kostet eine Runde.
So, einmal freuen. So, da würde ich hier aber auch schon wieder sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Und ich werde mich mal von euch verabschieden. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.